Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Mal gucken. Oh Gott, das nimmt hier richtig krasse Dimensionen an. Was das? Irgendwelche artefaktische Schrift, die wir noch nicht lesen können. Okay. Und ein neuer Gegner. Eine Ameise, wie es scheint. Mann, ich drücke immer Y, statt anzugreifen. Richtig dumm. Ich frage mich aber gerade, warum die lila sind, wenn wir hier jetzt gegen Sachen kämpfen. Liegt das daran, gegen welche Rasse man kämpft oder woran? I don't know. Und ich habe jetzt vergessen zu spyen, deswegen weiß ich nicht, wie viele Leben der hat, aber... Oh, anscheinend hat er über... Au! Über 5 Leben. Sollte schon drinne sein, oder? Den jetzt nochmal zu spyen? Komm. Oh, eine Zombie-Ameise ist das. 6 HP hat sie, okay. Bisschen sad, dann haben wir einen Damage zu wenig, aber wenn wir jetzt mal ein paar Erfahrungspunkte hier bekommen... Stimmt, wir haben aber keine für die Spinne bekommen. Das ist ja lame. Okay, ein Fight noch, da können wir es auf jeden Fall verbessern. Und dann können wir eventuell auch ein bisschen stärker werden. Wodurch wir dann diese Ameisen auch one-hitten könnten. Aber auch so kein Problem. Und wir haben endlich Level 2 erreicht. Werden dadurch geheilt. Und kriegen einen Rank-Up. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ja. Man kriegt entweder Leben dazu, aber nur plus 1. Oh, okay. Das ist anders als bei Paper Mario. Da hätte man plus 5 bekommen. Oder 3 Teamwork-Points, damit man häufiger Skills benutzen kann. Oder 3 Metal Points. Wieso denn aber nur ein Health Point? Okay, das ist hier krass. Wir hätten ja alles auf plus 3 lassen können. Die Medaillen werden später garantiert noch richtig wertvoll sein. Aber ich glaube, ich möchte zumindest Kabu auf 10 Leben haben, oder? Muss ich mich noch entscheiden, wen ich das gegen haben beide bekommen. Und Vi hat eine neue Attacke gelernt. Ach was. Okay, dass sie neue Attacken lernen, ist auch krass neu. Also sowas kennt man auch nicht. Mann, dieses Scheißdinger. Aber sowas kennt man auch nicht aus Paper Mario. So, dann lass mal gucken. Was kann sie jetzt Neues? Hier. Secret Stash, eine neue Regenbogenkugelfarbe. Okay, sie kann ein Teammitglied damit um 4 HP heilen und Gift heilen. Aha. Ja, klingt ja eigentlich ganz geil. Dann haben wir eine Heilerin im Team. Mega nice. Ich kann auch noch nicht zu dieser Motte umherwechseln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das unser dritter Begleiter wird. Und jetzt lass mal gucken. Können wir den irgendwie angreifen? Ja! Okay, aber es macht nichts. Oh, das ist ja lame. Ich kann die nicht als erstes angreifen. Oh doch, guck mal, jetzt macht sie zweifachen Schaden. Ah, es gilt also doch. Okay, mega nice. Ach, sie darf zweimal angreifen. Ultra gut. Jetzt wohnen. Okay, das gefällt mir. Okay, ich weiß. Oh, da sehe ich doch was. Ja! Eine HP Plus Medaille ist das. Ah, guck mal, jetzt können wir die einfach ausrüsten. Jetzt können wir auch mal sehen, ob das dann für beide zählt oder nur für einen. Ah, ich kann das auch nur einem Typen geben. Aha, okay. Tja, ich glaube, dann finde ich das ganz gut, wenn beide 10 Leben haben, ne? Ja, machen wir das so. Zack, Schalter aktiviert. Und was bringt das, Tolis? Komme ich da überhaupt hoch? Ja. Dum, 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 dum. Live hinter dir! Oh, er hat ihn einfach eingefroren. Magier! Aha, dann haben wir jetzt einen Ritter, wir haben einen Fernkämpfer und einen Magier. Was hast du da gemacht? Bist du etwa ein Magier? Was? Das ist neu. Und du glaubst, wir glauben dir das? Du bist bestimmt ein Krimineller. Mit einem hohen Kopfgeld, oder? Wir reden später darüber. Wir müssen jetzt erstmal kämpfen. Okay, nice. Wir haben jetzt einfach noch einen Magier. Und weil wir jetzt ein Trio sind, kriegen wir noch eine neue Fähigkeit. Okay, er hat mir gerade gesagt, man kann die Attacke von einem anderen Mitglied tatsächlich nach hinten stellen, sodass dann zum Beispiel die Vi doppelt angreifen kann. Das wäre jetzt bei den Gegnern sehr gut, weil die beide fliegen können. Und die beiden anderen können da wohl nicht so viel machen, deswegen... Also wir greifen auf jeden Fall einmal an. Zack. Dann fällt der runter. Damit können die anderen schon mal angreifen. Jetzt wäre Kabu dran. Aber wir könnten auch machen, dass Kabu nicht dran ist, sondern dass Vi nochmal dran ist. Dadurch hat jetzt Kabu seine Attacke in dieser Runde verloren. Aber dadurch kann Vi jetzt halt doppelt angreifen. Der Nachteil davon ist, Kabu kann jetzt nicht angreifen. Und, ihr werdet das gleich sehen, wenn ich den jetzt angreife, es macht nur noch 2 Schaden. Weil Vi hat jetzt... einen Attackpunkt verloren. Ich könnte jetzt nochmal mit Vi angreifen, aber dann wird sie halt nicht mehr 2 Damage machen, sondern nur noch 1. Verstanden? Okay, sehr schön. So. Jelly Schwoom. Was muss ich machen? X? Ach du Scheiße, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ah! Was? Er kann nicht in der Luft angreifen? Was ist er denn für ein Blödkopf? Stirb! Pow. Gucken, wie viel denn live machen kann, wenn ich die richtige Taste drücke. Ah. 3, okay. 3 Damage ist aber, glaube ich, genauso viel wie Kabu. Ist also eigentlich egal. Wundert mich aber gerade, dass der Life nicht in der Luft angreifen kann. Deine Magie ist wirklich stark, Life.
Wenn du es wirklich nicht davor wusstest, dass du es kannst, dann verbirgt diese Höhle noch mehr Geheimnisse, als ich dachte. Das wirkt doch alles sehr an den Haaren herangezogen. Ich glaub Life noch nicht. Aber ich sage die Wahrheit. Wenn ich Eismagie hätte, dann hättest du doch gegen die Spinne eingesetzt. Das scheint er recht zu haben. Wie dem auch sei, wir sollten hier erstmal raus. Na gut, dann lass uns jetzt weitergehen. Ich rieche einen Schatz. Wir brauchen... Da oben ist die Tür. Ach, sind wir jetzt wieder oben, ja? Dann lass mal wechseln. Warte. Jetzt. Hä? Ach, ich muss draufstehen? Das macht da unter... Was? Hä? Okay, ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Okay, das hat funktioniert, aber das bringt mir nicht wirklich. Was muss ich denn hier machen? Sag mir, was ich machen soll. Ach, hier oben. Okay, das macht mehr Sinn. Wusste nicht, dass das hier eine Minecraft-Survival-Jump-Map ist. Tja, schuck. Und da sind wir wieder oben. Beziehungsweise, also die Tür sieht auf jeden Fall genauso aus wie die, wo wir runtergefallen sind. Ob es auch dieselbe ist? Man weiß es nicht. Nee, die andere Tür war ja offen, ne? Hey, Mann, ich verstehe das hier aber nicht. Jetzt mach doch bitte, danke. Wieder zu Kabu wechseln, weil Kabu kann die Dinger umher schubsen. Zack. Das ist schon cool, dass sie sich so untereinander immer unterstützen. Das finde ich nice. Das bringt so einen ganz anderen Aspekt irgendwie ins Spiel. Aber was war denn jetzt rechts? Dann lass einfach trotzdem mal gucken, was hier links ist. Okay, sieht aus wie ein Rätsel. Auf den Geysieren kann man so ein bisschen stehen, aber nicht wirklich. Kann man die einfrieren? Einfrieren! Oh, ja, okay, tatsächlich. Ah, ach so, man muss die auf... Oh, okay, wie kann ich die jetzt wieder kaputt machen? Hallo, das war falsch. Okay, ich kann den wieder kaputt machen. Das ist ja witzig. I like this. Zack, zack, zack. Okay, was ist hier der Plan? Glaube, ich brauche Kabu. Der muss das dann darüber schubsen. Der muss das jetzt entweder... Ah ja, das, guck mal, das geht. Das kann ich... Ja, das ist schon das Rätsels Lösung. Jetzt können wir einfach den Eisblock nehmen und da hoch. Geil. Und Okay. Kabu, ich brauche dich. Komm mal hier hoch. Kabu, danke. Oh Gott. So. Darüber. Ist er da drauf und dann können wir einfach mit dem Eisblock wieder nach oben. Easy. Aber finde ich gut, dass die sowas eingebaut haben. Okay, nee, das ist Seite 1 und dann müssen wir garantiert auch noch die rechte Seite machen. Die linke Seite ist jetzt am Glowing. Aktivieren. Auf geht die wilde Fahrt. Ich hab den gar nicht aktiviert. Er fährt einfach los. Nein, au, ei. Oh, das tut doch weh. Ja. Oh, und wir brauchen jetzt 101 Sterne für den nächsten Level ab. Das heißt, es geht jedes Mal um einen Stern nach oben, je mehr Levels man hat. Ob die so verhindern wollen, dass man viel zu viel levelt? Gut möglich. Will ich hier rüber? Ah! Warum sind hier so viele Gegner? Wollt doch nur lesen, was hier drauf steht. Okay, es gibt Schwächen und Resistenzen, so ein bisschen wie bei Pokémon. Und er hat mir gerade gesagt, alles, was pilzartig ist, er ist nicht so gut gegen Eis. Das heißt, alles, was pilzartig ist, sollten wir mit Life angreifen. Zack. Und damit sollte das dann der rechte Weg auch gewesen sein, denke ich mal. Schlack. Ob wir damit aus dem Schlangenmund draußen sind? Man weiß es nicht. Hätte hier auf jeden Fall mehr Schlange erwartet. Okay, anscheinend dauert das hier noch ein bisschen länger. Obwohl, ist da oben der Ausgang? Ich sehe da ein bisschen Licht oben. Noch ein Speicherpunkt, aber hier ist jetzt der Ausgang, oder? Also wenn hier nicht der Ausgang ist, dann weiß ich auch nicht. Oder aber wir müssen nochmal gegen die Spinne kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Ein Relikt? Ein echter Schatz? Sind wir echte Abenteurer und haben einen echten Schatz gefunden? What's that? Ist das dieses Artefakt? Eine Maske? Es sieht nicht sehr speziell aus. Oder wertvoll. Life, was ist los? Ja, diese Maske strahlt sehr viel Magie aus. Oh, dann ist es wahrscheinlich wirklich ein Artefakt. Dann sollte Life es lieber nicht berühren. Dieses Artefakt kriegt die Königin weih. Ja, ich weiß schon. Du hast gefunden die altertümliche Maske. Setz sie auf, vielleicht wirst du zum Horror-Kid. Oh oh. Da stürzt wieder alles ein. Classic-Schätze in irgendwelchen Sachen. Classic-Schätze in irgendwelchen Höhlen. Verdammt, es ist eine Falle. Wir müssen verschwinden. Nein, da ist wieder die Spinne. Ihr habt mich einfach verlassen und mich dick genannt. Es wird uns nicht weglaufen lassen. Wir müssen kämpfen. Aber wir müssen laufen. Wir sind jetzt stärker, Wei. Wir können ihn besiegen. Alright, kann wir tatsächlich nochmal... Oh, sie ist stärker geworden. Sie darf zweimal angreifen. Okay, Bossfight-Battle-Gedingsbums.
Okay, er kann leider immer noch keine andere Attacke. Meint ihr, diese Spinne kann jetzt Poison-Attacken machen? Ich glaube nämlich schon. Na ja, egal. Machen wir Schaden? 1, 2, 3, zack. Oh ja, tatsächlich. Wir können jetzt Schaden machen. Das macht zwar gar keinen Sinn, weil wir sind ja nicht wirklich stärker geworden. Aber ist in Ordnung. Kann ich ihn denn jetzt... Oh, ich kann ihn sogar spyen. Dann lass ihn mal spyen. Wir spyen jetzt die Spider. Na, wie viele Leben hat das Scheißding? 34, aber keine Verteidigung. Dass wir den jetzt einmal gesehen haben, halte ich für eine kleine Lüge, aber ist in Ordnung. Vielleicht ist er jetzt schwächer geworden, weil er sein Essen nicht essen konnte. Also er hat ja die Motte nicht gegessen, vielleicht. Vielleicht hat das was gebracht. Oh, apropos Essen, ich habe mega Hunger. Die Aufnahme geht schon wieder zu lang. Immer wenn ich zu lange aufnehme, dann kriege ich immer Hunger. Deswegen sind Streams auch nichts für mich. Weil ich dann immer in einer Stunde einfach nur noch ans Essen denke. Ach, jetzt schon eine schöne Spinne essen, Leute. Hättet ihr Bock auf eine Spinne? Sind Spinnen überhaupt irgendwie proteinreich oder sowas? Ich glaube nicht. Andere Insekten schon eher, ne? Essen Leute Spinnen? Die bestehen ja eigentlich nur aus so einem Exoskelett, oder? Steckt da überhaupt irgendwie Fleisch drin? Vielleicht, wenn sie gerade eine Fliege gegessen haben oder sowas, aber sonst? Aber selbst dann würde ich auch lieber die Fliege essen als die Spinne. Yo, die hat einfach Gegner gespawnt. Läuft bei ihr ja richtig. Zack. Du kannst gar nichts sehen. Oh, okay, doch. Nein, er ist vergiftet. Für eine ganze Runde auch noch. Kannst du nicht einfach meine Leute hier vergiften? So, dafür kriegen deine kleinen Leutchen jetzt aber richtig auf die Nuss. Zack, eingefroren und tot. Ich glaube, ich setze mal einen Skill ein, damit die Kabu angreifen, weil Kabu, na, hat auch nur 6 Leben, ne? Aber ja, komm hier. Kommt doch her, ich mache euch alle fertig. So, dann können wir nämlich mit ihm Eisfall. Ach, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Dann kann man Leute einfrieren. Das ist ja auch geil. Ah, okay, jetzt habe ich es erst verstanden. So, und dann heilen wir nochmal den Live. Heilung für dich. Blub. Nice, damit geht's live wieder gut. I like this. Ja, greif mich an. Gib's mir so richtig. Ja, nochmal. Oh ja, oh, das mag ich richtig gerne. Ja gut, jetzt geht's Kabu halt auch nicht mehr gut. Okay, wir müssen erstmal den Kleid hier besiegen, diesen blöden Pilz, weil der nervt mich gerade. Wenn die Spinne jetzt zweimal Kabu angreift, dann ist Kabu tot. Ist die Frage, ob einer aus dem Team sterben darf und es dann trotzdem weitergeht, you know? Okay, dann greifen wir die ganz normal an mit Vi, damit sie wieder unten ist. Und das kostet nämlich auch einen Zug von der Spinne, dass sie wieder nach oben geht. Und dann setzen wir, glaube ich, ein Item ein. Und Crunchy Leaf einmal auf Kabu, damit er nicht stirbt. Bin mir nicht sicher, ob alle drei sterben müssen, damit man wirklich verloren hat. Oh. Oder ob nur einer sterben muss. Und das schon langt. Okay, 10 Damage sollten wir aber hinbekommen, oder? Wenn wir jetzt hier mit allen einmal gut angreifen. 3er Damage. Ah, kann knapp werden. Aber vielleicht macht er ja 4 Damage. X. Er macht sogar nur 2. Scheiße. Und ich habe zu wenig für alles. Ich habe zu wenig für alles, Leute. Was soll ich machen? Ja. Gib das und im nächsten Zug bist du tot. Aber sie ist schlau. Na, voll kein Damage. Nice. Sie geht nicht in die Luft, weil sie weiß, dass sie dadurch einen Zug verliert. Oh, ey. Okay, Kabu, du darfst den feinen Blow geben. Attacke, Bow! Spüre meinen Horn, Zorn, Zornhorn, Knorn. Das ist süß, wie sie sich immer freuen, wie sie ihre Arme heben. Das ist auch süß, wie die Spinne gestorben ist. Wir haben es geschafft. Wir haben gut zusammengearbeitet und den Sieg errungen. Und wir haben die Maske. Ah, verflucht. Alles wird geflutet. Wir sollten hier schnell raus. Ah! Oh, alle geflutet. Damit sind wir tot. RIP. Ende des Let's Plays. Das Abenteuerduo Vi und Kabu sind in den Schlangemund gegangen, um ihre erste Mission abzuschließen. Ein Ort, der bereits viele Abenteurer vor ihnen verschlungen hat. Das Team hat einen neuen Freund gefunden. Live. Zusammen haben sie ein Artefakt gefunden. Und eine Falle aktiviert. Werden sie überleben? Das und mehr erfahren sie in der nächsten Folge von Bug Fables. Ende von Chapter 1. Schalten sie auch beim nächsten Mal ein. Wenn es wieder heißt, Tizzy spielt Bug Fable, ja!